Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Prunkbohne. Sie heißt Prunkbohne wegen dieser herrlich bunten Blüten. Wenn sie größer wird und nach oben rankt, wird sie irgendwann aus den Blüten längere Schoten bilden, in denen sich Bohnen ansiedeln. Wenn sie jung sind, kann man sie als wie normale Kletterbohnen essen. Wenn sie älter sind, kann man die Kerne entfernen und wie Kidneybohnen essen. Der große Vorteil bei Prunkbohnen ist, meistens haben sie in die Bohnen einen Farbstoff drin, sodass die Eintöpfe lila, braun oder ähnliche lustige Farben annehmen werden. Bei den Prunkbohnen ist zu beachten, dass man die Bohnen auf keinen Fall roh essen darf. Im Gegensatz zu den Erbsen sind die im rohen Zustand alle giftig. Man muss sie also immer kochen. Worauf ihr achten müsst, Prunkbohnen ist vor allem jetzt dieses relativ groß. Wenn die klein ist, sehr anfällig für Schnecken. Ihr müsst die in der Jungpflanzenstatus schützen. Und was auch wichtig ist, wie alle Bohnen, darf sie keinen Frost bekommen. Das heißt, sie muss nach dem Eisheiligen, also nach dem 22. Mai, ausgepflanzt werden. Ansonsten müsst ihr immer noch darauf achten, wenn ihr anfängt, dass Blätter verschwinden, dann habt ihr einen starken Schneckenbefall und müsst etwas gegen die Schnecken unternehmen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Bohnen und esst sie bitte nicht roh.